Ja, især dicke sig, det geht es zweimal. Klein Jan, klein Dennis um den Basketball. Ja, also es war wirklich so diese Basketball-Skateboard-Zeit halt auch besonders. Aber Jan ist ja nicht geskatet, aber Basketball schon. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es 1:1 auf dem Basketballplatz war. War es wirklich? Ja, also in meiner Erinnerung, die natürlich Hegepenne, auch irgendwie, ne? Hegepenne. Ja, genau, da gab es halt damals bei uns in Eppendorf, wir waren, sind da ja aufgewachsen in Eppendorf, gab es halt eine Schule und einen Basketballplatz, einer der wenigen, so, wo der Korb auch und auch das Netz sogar noch am Start war und sowas. Und da haben wir gespielt und uns kennengelernt und dann ging es los. Aber der Song, das war einmal, ist natürlich auch, du hast natürlich auch ein bisschen Interpretationsfreiheit, ne? Also manchmal ist es so, dass du dich schon natürlich an die Wahrheit hältst, an dem, was passiert ist, aber umschreibst, damit es auch in den Reim passt und unterhaltsam ist. Denn die Füchse von der Elbe wollen raus aus der Kälte, hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, kein Studio. Es ist irgendwann aufgefallen, schon eigentlich zu Bambule-Machtzeiten, dass der Reim über allem stehen muss. Dass quasi, egal was du für ein Anliegen hast, was du für eine Textidee hast, auch wenn es was ganz Wichtiges, Politisches ist, was dir echt wichtig ist, solange dir kein guter Reim dazu einfällt, das ist raus aus der Pfanne-Platte. Das ist einfach so. Cruise mit dicken Samplern auf den Gepäckträgern. Und wir radelten von Proberaum zu Proberaum. Kein großes Studio, doch dafür einen großen Traum. Also wir haben tatsächlich auf Englisch angefangen zu rappen. Ich war da damals, also mit 14, ja mit so 13 glaube ich war ich. So 13, knapp 14. Also da habe ich meinen ersten Text geschrieben. Und das war auf Englisch, das war, weil ich damals NWA und Public Enemy gehört hatte. Das waren alles nur nachgemachte oder ne, kopierte Phrasen. Man fand es einfach alles so geil, man hat auch nur die Hälfte verstanden und hat dann versucht, das irgendwie aufzumachen. Und Flavi Martin, unser Ex-Mitglied, war auch am Start. Und Jan ist eigentlich derjenige gewesen, der am Anfang gar nicht mitrappen wollte, weil wir nur auf Englisch gehört haben, der irgendwann mit diesem Tape ankam von Torch, von Advanced Chemistry. Und da waren dann halt die ersten Punchlines drauf, auf Deutsch. Geil durchdesignt, mit Swag, mit Power, mit Eiern, mit allem, mit Inhalt. Und das hat uns so weggeblastet, dass das eigentlich für uns die Initialzündung war. Tell the story about some fucking racists. We were traveling with them and with the foolish white kids. We were hanging at the party. Real cool, the fucking kids making noise. Huh, fool. We got angry about them. I took up my knife. They make jokes about us, but this ain't a lie. Dan, yo. Das war mein erster. Wow. Ey, yo, ich komm mit großem Herz und Pauken und Trompeten für die Obernerds und die saufenden Proleten. Die Messdiener, Crackdealer, 68er, alle sind happy, denn der Testsieger Rapbeater. Die Leute, die auf unserer Platte sind, sind da, weil wir Fans sind von denen und weil wir unter anderem auch wegen vor allem den ganzen neuen Leuten überhaupt eine neue Platte machen wollten, damit wir irgendwie, weil die uns angefixt haben, weil wir da mithalten wollen, weil wir auch geile neuen Scheiß machen wollen. Und damit will ich nur sagen, da sitzt niemand und denkt, ja, dann müssen wir das jetzt so machen. Das ist einfach so ein Beat, den habe ich gehört und hatte das Kendrick Lamar Song im Kopf auf der letzten Platte, wo auch so ein Hip-Hop-Hip-Hop-Beat ist und dann kommt irgendein Dancehall-Artist im Refrain und shoutet da so drüber. Und in Deutschland haben wir halt nicht so einen Dancehall-Artist. Und wir haben Gentleman, das klingt toll, aber der hat nicht diesen Impact von so einem krassen Shout-Dancehall-Typen. Und der Einzige, der hier so eine Stimme hat und sowas auch verkörpern kann, ist vor allem von der Stimme und vom Typ auch, ist Jizzle. Und dann habe ich ihn halt gefragt und er fand den Song geil, fand die Idee geil, Gentleman fand das geil und dann passiert es so. Aber das ist, egal ob zu Bambule-Zeiten oder vor 20 Jahren oder jetzt, es kommt immer aus dem Freund sein und Fan sein. Anders gibt es keine Features, zumindest bei uns. Was los, Digga, Hahnma? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Klar, wie Dennis schon meinte, also wir beiden sind halt immer forschen im Zeitgeist, nenne ich das immer. Wir legen halt in den Clubs auf, unser Publikum bleibt da meistens gleich alt, wir werden immer älter und es ist halt notwendig, dass wir den Zeitgeist verstehen und was die Kids heute gut finden und auch nicht.
um damit halt dann arbeiten zu können, um die dann auch gut zu machen, wenn die zu unserer Party kommen. Und das ist natürlich so ein guter Grund, sich durch jegliche neuen Trends und neue Ideen und neue Musik durchzuwursten auf der Suche nach dem, nach der Essenz, die irgendwann dann unterm Strich für uns den Zeitgeist bedeutet. So. Ja, denke ich auch. Ja. Ja. Sehe ich genauso. Kenne ich überhaupt nicht. Ja. Na gut, machen wir. Steal the brand bang.